Wenn ein neuer Grenzübergang geöffnet wird, dann ist das immer noch so eine Art Volksfest. Und das, obwohl es jetzt schon knapp 3 Dutzend davon gibt. Die ganz genaue Zahl war nicht mal bei den zuständigen Senatsdienststellen zu erfahren. Gestern jedenfalls hatte es starken Grund zum Feiern. Ein Tor nach Spandau hat sich geöffnet. Es muss was ganz Besonderes sein. Alle Augen sind auf das Ereignis gerichtet. Bezirksbürgermeister Pfarrer Dieter Radetzwil-Ost und sein Amtskollege Werner Salomon-West am Torweg in Spandau. Der Moment, ein Schnitt, eine Umarmung, ein Lächeln, eine Art Wiedervereinigung zwischen dem Westteil Starkens im Osten, Landkreis Nauen, und der Gartenstadt, dem Ostteil Starkens in West-Berlin. Die seit 39 Jahren geteilten Ortsteile gehen wieder aufeinander zu. Gefeiert wird mit Spielmannszügen, mit Buletten und Greletten und den Anwohnern, für die nur häufig die gute alte Zeit zurückkam. Ich bin hier in der Gartenstadt zur Schule gegangen und das war hier immer so unser Weg, hier zum Beispiel zum Bahnhof hin hier. Da war hier noch ein Schuhgeschäft in diesem Haus und hier gegenüber, da stand so eine Holzhütte, da war ein Bäcker drin und ein Lebensmittelladen und das kannten wir alles sehr gut. Und hier unten weiter zum Bahnhof hin, da stand noch ein Bunker, der nach dem Kriege weggerissen worden ist. Oben in Starken war ich Soldat, auf dem Hahneberg, habe meine Frau kennengelernt, unten in Starken, im Bauer Bartelt. Da wohnen sie jetzt und da wollen wir wieder hin. Und haben 1941 haben wir in der alten Starken Kirche haben wir geheiratet. Und unser Wunsch ist nur dort wieder zurück, in unser eigenes Haus, in unser Elternhaus, wo wir groß geworden sind. Noch vor wenigen Wochen gab es Torweg Ost und Torweg West. In der Nacht zum 1. Februar 1951 zog hier die Volksarmee in den Westteil von Starken ein. Nur 3000 konnten nach Spandau flüchten. Seitdem gingen auch die persönlichen Kontakte zurück. Das Miteinander der Behörden war ganz unterbrochen. Jetzt weht die DDR-Fahne nur noch einen Meter hinter dem Zaun, der die Grenze sein soll. Und trotzdem wird auch hier nicht ganz auf den symbolischen Rest der Mauer verzichtet. Denn auch in Starken kann erst langsam wieder zusammenwachsen, was zusammengehört. Auf westlicher Seite die kleinen Einfamilienhäuser, auf Ostseite war Sperrgebiet mit viel künstlich angelegtem Grün. Seit einiger Zeit erst wird hier wieder neu gebaut. Denn fest steht, egal wann, Oststarken will wieder zu Spandau gehören.